Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, GT3 fahren wir jetzt auf Brands Hatch. In 3 Minuten geht das Rennen los. Ich habe eine neue Lackierung. Deutsch mit deutscher Fahne. Ja. Die gönnen wir uns jetzt. Ah, das Geld hat gerade so gereicht, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, Gruppe 4 ist gar nicht vorhanden. Zeige ich euch gleich mal. Ich schaue mich gerade nach Headsets um. Also preislich bis 200 Euro würde ich ausgeben. Mit die besten sind natürlich die SteelSeries. Das sind immer die Testsieger. Die kann man hin und her biegen sogar. Echt krass. Alles in Wireless, muss man nur den Dock-Dongle. Na, ich will euch nochmal den Wagen zeigen. Im Sound. Ach so. Nee, können wir jetzt nicht machen. Können wir nach dem Rennen machen. Ja. Gut. Ja, Suzuka ist jetzt freigeschaltet, also hier im Multiplayer, aber leider mit so einem Rennwagen, mit so einem Formel-1-Wagen. Hätte ich lieber Gruppe 4 gehabt oder so. Ja, werden wir trotzdem fahren. Wir müssen aber hier jetzt rein, schnell. Oh, 1 Minute haben wir noch Zeit. Ihr hört mich jetzt noch über den Controller. Komplett über den Controller, ohne Mikrofon, ne? Das ist im Controller verbaut. Gestern mit der Gruppe 4 hatten wir einen heiden Spaß auf Spa. Brands Hatch ist nicht so meine Strecke. Ich kenne sie aber auswendig, das ist natürlich klar. Plus Gruppe 3. Wir spielen mit Controller und nicht mit Lenkrad. Wollen wir mal sehen, wie wir uns schlagen. Das ist mir eigentlich schon zu schnell alles. Aber wir werden sehen, wie wir klarkommen. Ja, und bis 200 Euro gebe ich aus für ein Headset. Für die PlayStation 5. Dann hört er mich auch von der Stimme her viel besser. Ach, wir sind wieder in der C-Klasse. Wir waren schon mal in der D-Klasse. Sind wir wieder aufgestiegen. Und wir fahren kein Qualifying. Bin mal gespannt. Wir werden noch keine Qualifyings machen. Wünsche euch viel Spaß und mal sehen, wie wir abschneiden. Ich bin sehr fairer Fahrer. Wenn einer schneller ist, lasse ich auch die Leute vorbei. Wäre immer wohl die geilste Lackierung, oder? Zwei Deutsche. Mal gucken.
Scheiße, Mann! Erstmal reinkommen. Alter! Ja. Ich sage, die Strecke mochte ich noch nie so gerne, aber ich muss mich konzentrieren. Oh. Okay. Ist das eklig, Alter. Ich weiß nicht. Gruppe 4 mag ich lieber fahren. Ich lasse sie vorbei. Ich bin ein fairer Fahrer. Vielleicht können wir noch ein paar Plätze gut machen. Ich muss mit der GT3 erstmal klarkommen. Ich komme nämlich, wie ihr seht, damit nicht so gut klar. Ich glaube, wir brauchen mehr Traktionskontrolle. So, der hat sich weggedreht. Freitag der 13. Position. Ja, ich muss mich auf die Strecke erstmal einfahren. Er schiebt aber auch über die Vorderachse. Ich glaube, GT3 fahre ich jetzt zum ersten Mal online. Und ihr seht, ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber die hinter uns sind noch schlechter. Aber so ist es nicht. Mal versuchen, da wieder ranzukommen. Am Limit zu fahren. Ich müsste mich da erstmal einfahren. Gelbe Flagge. Oh. Der ist raus, der Deutsche. So, Traktion 3. 2 reicht für GT4, aber hier brauchen wir mehr. So schnell wie der Franzose sind wir auch. Ja, kriegen wir den noch, aber... Na. Das Franzose hat er ihn überholt, oder was? Ja. Ja, wir müssen uns hier erstmal einfahren. Ich lade das Video trotzdem für euch hoch. Sieben Sekunden. Ja. Hälfte des Rennens ist rum. Ja, diese Kurven sind auch alle schlecht einzusehen. Man kennt ja Brands-Hash, so ist das nicht. Also ich fahre sie nicht zum ersten Mal. Ich fahre sie auch bei Forza. Da vorne ist der Schweizer. Er hat einen Fehler gemacht. Den holen wir uns noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Alter, schon wieder ist das Spiel auf der Bremse. Hinter uns kommt der Deutsche. Oh Mann! Scheißdrecke, ey. Oder der Audi ist hier nicht so gut. Wir brauchen den Porsche. Ich
Ich glaube, der ist ein Ende besser hier. Oder wir kommen in die D-Klasse. Die C-Klasse ist mir schon zu stark. Ich glaube, hinter uns noch der Engländer. Auf der englischen Strecke. Oh Mann, der schiebt über die Vorderachse der Wagen. Wir müssen einfach einen guten Wagen hier haben. Im Audi bin ich hier überhaupt nicht zufrieden. Auch hier. Ich kann einfach, ich feiere schon am Limit, das seht ihr ja. Aber fehlt ein wenig schneller. Wir haben natürlich auch keine Handschaltung. Das ist auch ein Nachteil. Ich mag die Strecke generell nicht. Sie ist auch nicht besonders, ja, weiß ich nicht, ist auch sehr schnell, Rundenzeiten von 1,30. Ja, also die ist nicht besonders lang, die Strecke. Vom Engländer können wir uns wieder ein bisschen absetzen und der Deutsche ist auch nicht viel schneller als wir. Ich und der Deutsche sind ungefähr gleich schnell. Aber wir werden immer schneller, das ist bei mir meistens so. Weil ich mich an den Wagen gewöhne und auch an die Strecke. Das war jetzt unsere schnellste. Upsala! Unsere schnellste Runde war das, die letzte. So, letzte Runde. Scheißstrecke, also echt. Ja, die Engländer jetzt nicht beleidigen, aber da hätte ich lieber Silverstone. Silverstone ist wesentlich anspruchsvoller. Silverstone ist aber auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Man kann diese Kurven nicht einsehen. Alle Rechtskurven nicht. Die erste nicht gerade, die hier auch nicht. Die jetzt auch nicht. Ne? Alle drei Kurven kann man hier, siehst du, kann man nicht einsehen. Auf dem Deutschen haben wir noch ein bisschen aufgeholt. Ach, der Schweizer. Ja, gut. Sekunden, ja gut. Die Fahrer sind mir auch alle zu stark. Bis auf den 8. Platz so. Die C-Klasse ist mir schon zu schnell, muss ich sagen. Naja, immerhin haben wir zwei Positionen verbessert. Einen Moment, ich brauche die Hülsen und ein frisches Bier, das fahre ich dann besser. Aber mit Brands Hatch werde ich nicht warm. Die hat eigentlich auch nicht viel zu bieten. Ne? Es geht einmal nach Start und Ziel da so eine Senke runter. Die DTM, die DTM fährt auf Brands Hatch. Aber die Formel 1 oder so fährt nicht auf Brands Hatch. Und GT3 glaube ich eigentlich auch nicht.
dass die GT3 auf Brenzher fährt. So. Ich hoffe, wir kommen erstmal in die D-Liga. Ätzend, Alter, müssen wir jetzt bis nächsten Montag teilen. Ich weiß nicht, wie lange die Rennen gehen. Kann man das hier angucken? Verbindung, Hilfe, Rennetikette, Veranstaltungsarchiv. Ne, das wollen wir nicht haben. Auch nicht. Ich weiß nicht, wann neue Rennen kommen. Zeitrennen wollen wir sowieso nicht fahren. Was haben wir jetzt? 23:45, 5 Minuten. Ja gut, 5 Runden. Das Fahrzeug haben wir noch gar nicht. Welche Marke das ist, weiß ich nicht. F150 TA. Welche Marke das ist, weiß ich nicht, meine lieben Freunde. Den habe ich auch noch nicht. Ach, den kann man hier, nee, kann man nur Reifen kaufen, ne? Stand da? Lion. Dann sieht man vielleicht die Marke. Suzuka ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ihr seht ja, Brenzersch, was hat diese Strecke zu bieten, ne? Man sieht das schon, ne? Da ist sie in der Lage schon viel anspruchsvoller und alles. Und die hier sowieso. Schade. Gruppe 3. Ja gut. Geht ja schon gleich weiter. Kann man immer weiterfahren. Dann hängen wir noch einen dran. Ach so, machen wir so. Und gucken, was wir hier für Autos haben. Nee, nee. So. Die Supra. Einen Porsche haben wir noch gar nicht. Dann müsste ich Geld fahren. Einmal 30 Minuten. Nismo. Ja, was könnte man nehmen? Den BRZ, den hier mag ich überhaupt nicht. Atenza. Nehmen wir mal den hier. Drei Minuten. Ja. Wir können natürlich auch andere Online-Rennen fahren. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ich glaube, wir waren gestern noch in der D-Klasse runtergestuft worden. Und da haben wir dann auch viel einfachere Gegner. Wenn man in die B-Klasse oder die A-Klasse will, was ich vielleicht auch schaffen könnte, müsste ich mein Lenkrad wieder aufbauen. Ich habe das am Wheelstand Pro und das ist das T300 RS. Das hatte ich früher schon auf der PS4. Wird auch auf dem PC benutzt. Auf der PS4 mit Project Cars 1. So fing das an. Ich werde mich noch ein bisschen weiter über die Headsets für die PS5 jetzt informieren. Die SteelSeries kannst du ja. Die sind flexibel. Du kannst die Ohrmuscheln in die Hand nehmen und richtig drehen in der Hand. Den ganzen Bügel und alles. Da geht nichts kaputt. Das ist auch eigentlich überall, hat es Bestnoten bekommen. Und da schließt man den Dongle an die PS5 an. Das verdeckt aber leider das USB-Anschluss zum Aufladen des Pads. Aber das mache ich vorher immer voll. Das kann man auch anders aufladen. Und dann haben wir alles wireless. Ja, in weiß würde ich mir das holen. Weiß-blau. Das ist momentan mein Favorit. Ich habe selber jetzt auf dem Kopf, habe ich schon seit 5 Jahren, das Beyerdynamics MMX 300. Das kostete 300 Euro und nicht 200. Es gibt auch für 200 Euro eins von Sony. Ne? Ja, und es gibt jetzt ja dieses neue 3D-Sound. Das hat nur die PlayStation 5. Ah, ich muss ein Bier aufmachen. Ich habe Durst. So, ja, und
Das soll jahrelang halten. Deswegen gebe ich auch nicht 50 oder 60 € aus. Muss ich nicht haben. Dieser 3D-Sound in PlayStation 5, wenn man das aktiviert bei Spider-Man oder so, soll richtig geil sein. Ich habe jetzt ja das Biodynamics auf dem Kopf, ne? Das werde ich auch weiterhin für den PC benutzen. Was ich damit mache, ich könnte es verkaufen. Vielleicht für. Oder ich schenke das meinen Eltern. Das hat nämlich 5er Bässe. Ja, also tiefere Bässe gibt es gar nicht als 5. Frequenzgang, ne? Ja, bis 20, 30, 40.000 sind die Höhen. Und 5er Bässe macht mein Biodynamics. Ich werde euch das denn sagen, welches vom Sound besser ist. Aber meins ist schon 4, 5 Jahre alt. Es gibt eine neuere Version von Biodynamics. Immer noch das MMX 300 für 220 €. Oder von Teufel, ne? Bei Teufel habe ich auch schon nachgeschaut. Da müsste ich mal anrufen im Support, ob das für die PS5 geht. Das kostet eigentlich 160 von Teufel. Von Teufel und kostet jetzt 100 € bei Teufel. Ist ja deutsch, ne? Müsste deutsch sein. So. Mal sehen, wie wir uns jetzt mit dem Wagen schlagen. Weil die fahren sich wirklich alle anders und man kann auch mit dem PS5-Pad wesentlich besser fahren. Die Supra, ja gut. Wünscht mir Glück und euch wünsche ich viel Spaß. Oh, du bist zu langsam, Alter. Die Supra ist nicht schlecht. Und tschüss. Ja, die schiebt lange nicht so über die Vorderachse. Der Audi hat voll über die Vorderachse geschoben. Untersteuern. Supra ist besser.
viel besser. Fehler. Und tschüss. Die steht überhaupt nicht über die Vorderachse. Oh. Oh. Sind beide langsamer als wir. Die holen wir uns noch. Sind viel zu früh auf der Bremse.
glaube, die fahren alle mit Lenkrad. Wir werden immer schneller. Ja. Mist, Alter. Wir sind letzter, Alter. Scheiße. Aber ich hab mein Bier. Dann verkraftet man das besser. Die Strecke ist auch scheiße. Ich mag sie nicht. Auf jeden Fall nicht mit der GT3. Ohne Boxenstopp und alles finde ich auch langweilig. Er schiebt er hier wieder so über die Vorderachse. Obwohl das eigentlich zu Anfang nicht so war. Komm hier nicht schneller rum. Auf jeden Fall nicht mit Controller. Hier auch nicht. Seht ihr? Ich war schon am Limit, ja? Alter Scheiße. Silverstone ist gar nicht im Spiel mit drin. Also da hätte ich lieber Silverstone gehabt als Brands Hatch. Aber Silverstone muss nachgereicht werden. Das ist die beste englische Strecke. Brennst jetzt schön so eine Tonne kloppen, Alter. Das war voll vergessen. Ach, 5 Positionen verbessert. Wir waren Vorletzter. Da sind ein paar rausgegangen. Joa. Die fahren alle mit Lenkrad. Ja, außer vielleicht die letzten 4, 5 vor uns, die vielleicht nicht. Ne? Fistenburger. Ich werde ja auch gleich mal fisten, Alter. Na, hart fisten, wa? Die Sau, du. Ja, ich finde, das Preisgeld ist auch immer viel zu wenig. Also 25.000, wenn manche Autos 20 Millionen kosten. Ich hätte gerne den Porsche. Zu Anfang fuhr sich die Super richtig gut. Also kein Untersteuern, gar nichts. Gucken wir hier mal rein. Der hier, 2018. Rechne das mal zusammen, das sind 40 Millionen. Ja, aber soll ich jetzt dauernd mit Geld fahren? Den Staubsauger hier, den hätte ich gerne in Chaparral. Ich weiß nicht, ob das jetzt die einzigen. Sieht trotz auch so viel. Der andere auch, 20 Millionen. Ja. Ich glaube, man kann sogar Geld kaufen mit Echtgeld, aber das werde ich nicht machen. Ich wollte mir eigentlich noch Call of Duty kaufen. Da kommt jetzt auch ein ganz neues raus.
Aber das ist nicht reduziert. Call of Duty Cold War hätte ich Bock drauf. Auch mit Zombie-Modus, ja, und so. Dann lasst euch überraschen, da kommen noch ganz viele Spiele jetzt auf der PS5. Mein Rechner könnte heute, ist ja schon ein neuer Tag, Dienstag, heute ist Dienstag, fertig sein. Da kommt die 6900 XT Red Devil Ultimate rein. 1100 € kostet die Grafikkarte. Und genauso viel habe ich für die alte auch bekommen. Das war eine 6800 MSI, aber ich habe von der Versicherung 1100 bekommen. Da hole ich mir gleich eine Red Devil. Und nicht eine 6800, sondern 6900 XT in der Red Devil Variante von Power Color und der Ultimate Variante kostet nochmal 100 € mehr. Die sind massiv übertaktbar. Also wenn sie ein bisschen heißer wird, der Chip, was ich nicht glaube, haben wir da Vorteile. Für den PC, ne? Und ich habe gleich aufrüsten lassen auf 32 GB RAM. Den bauen sie mir auch noch rein. Ich habe 1900 von der Versicherung bekommen und 1400 mit allem drum und dran habe ich nur bezahlt, also 500 gespart. Ja. So. Ja. Ja. Was wollen wir machen, meine lieben Freunde? Ich meine, man kann auch mal hier online fahren. Wenn wir natürlich jetzt gleich das Let's Play beenden. Wenn wir hier gleich mal reingehen. 600er Klasse oder so. Straßenwagen fahre ich immer sehr gerne, ne? Oder eben auch GT4, aber dass er das Brands Hatch drin ist, gefällt mir nicht so sehr. Ich mag die Strecke nicht. Auf jeden Fall nicht. Nee, auch mit diesen drei Rechtskurven, die sind alle nicht einsehbar, das mag ich nicht. Aber das Bier mag ich lieber. Ja, das goldene Zeitalter wird wohl kommen. Wenn ihr wisst, was das bedeutet. Müssen wir diese Durststrecke hier erstmal auf der Erde überstehen. Und dann kommen wir ins goldene Zeitalter. Wird alles viel besser. Müssen wir erstmal ein bisschen Scheiße fressen, aber macht ja nichts. So. LP-Limit. 500 bis 600. Ist noch ordentlich was los? Hier ist ordentlich was los. 550. Was ist für eine Strecke? Spar. Ja, die werden wir gleich fahren. Gut, meine lieben Freunde, ich beende hier das Let's Play und dann fahren wir gleich Spa mit 550 Streetcars. Bis gleich. Bye bye.